Diese Ausstellung im Helvetia Art Foyer trägt den Titel Chamäleon. Das Chamäleon, eines der ältesten Reptilien auf der Welt, was auch bereits eine Eigenschaft ist, die vielleicht vergleichbar ist mit Malerei, hat mich schon immer fasziniert, also wegen seinen unglaublichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel UV-Licht zu sehen oder ein Blickfeld zu haben von 360 Grad. Und natürlich auch seine Tarnkunst, also die Fähigkeit, seine Farbigkeit zu verändern. Aber diese bekannte Farbveränderung hat nicht nur mit Tarnung zu tun, sondern auch ganz viel mit Emotionen. Und das ist ein Punkt, der mich total reizt, weil das etwas ist, was ich vielleicht auch mit meiner Arbeit erreichen möchte. Der Ausstellungsraum hier ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Also er hat alles, was einen Ausstellungsraum schwierig macht, wie große, viele Fenster, viele Durchgänge, Säulen, schräge Wände. Und ich glaube, genau das hat mich daran gereizt, dass ich habe versucht, mit meiner Präsentation einen neuen Raum zu schaffen. Ich habe mich entschieden, 4 große Arbeiten zu zeigen, die unter sich einen Raum erzeugen. Ich glaube auch ganz stark daran, dass wir eine Verbindung schaffen mit dem, was wir visuell, emotional, geistig und auch intellektuell wahrnehmen. Und dass wir uns damit unter Umständen vielleicht auch verbinden, also auch davon beeinflusst werden, wiederum selber das Gesehene oder das Erlebte beeinflussen können. Das ist ein Hin und Her, wie beim Chamäleon eben auch. Ich versuche mit meiner Arbeit somit Situationen zu erzeugen, sozusagen ein Setting zu schaffen, wo so ein Geschehnis möglich ist. Also ich stelle mir das vor, wie diese Situation vielleicht so ein Moment werden könnte oder bis hin zu einem meditativen Zustand. Die Beschäftigung mit meiner Arbeit bedeutet letztendlich auch immer eine Beschäftigung mit sich selber. Ich erzähle keine Geschichten oder ich präsentiere auch nicht ein strenges, nachvollziehbares Konzept, aber vielleicht eine Möglichkeit, etwas über sich selber zu erfahren.